Das Archiv des BR-Fernsehens. Hier lagern Filme aus über 6 Jahrzehnten. Teilweise noch auf alten Filmrollen. Eine der ersten BR-Sendungen war die Reihe Abendleuten. Von 1955 bis 1961 filmte ein Kamerateam in ganz Bayern. Auch in Tiefenbach im Allgäu. Heute ein Ortsteil von Oberstdorf. Keiner hat die Aufnahmen seitdem mehr gesehen. Was ist wohl aus den Kindern geworden, die im Advent 1957 einen Wunschzettel an das Christkind geschrieben haben? Digitalisiert nehmen wir den Film nach 60 Jahren wieder mit nach Tiefenbach. Wie hat sich der Ort verändert? Und finden wir noch die Menschen, die auf dem Film zu sehen sind? Das Kamerateam scheint damals nicht in der Dorfmitte, sondern im Ortsteil Winkel gedreht zu haben. Genau hier vor dieser Kapelle. Ein alter Mann ging damals von dort direkt in den gegenüberliegenden Hof. War er vielleicht der Großvater der Kinder, die damals den Wunschzettel geschrieben haben? Das Haus samt Eingang gibt es noch. Allerdings ohne Klingel. Wir versuchen es nebenan. Keiner da. Gleich gegenüber steht auch noch ein alter Hof. Grüß Gott. Also wir haben einen alten Filmschnipsel gefunden von 1957. Da läuft so ein Mann von der Kapelle rüber. Ja, genau, das kann... Das kann der Lorenz sein. Das kann der Lorenz sein. Ja, ja. Und dann sind da so Kinder zu sehen. Ja, das waren wahrscheinlich mir. Meinen Sie? Meine Schwester, mein Bruder und ich. Echt? Also dürfen wir reinkommen? Ja, und Ihre Schwester, wo wohnt die? Die wohnt ein paar Häuser weiter, also im Nachbar. Okay, sollen wir die dazu holen? Kann man schon, ja. Rufst du Maria mal an? Haben Sie den Film mal gesehen? Nein, eben nie. Ich habe ihn dabei. Das ist schön, ja, das darf mich freuen. Ich habe schon mal überlegt, wie komme ich da dran? Aber ich wusste die Jahreszahl nicht. Hallo, grüß Gott, kommen Sie dazu. Sie wohnen hier alle zusammen, 3 Generationen. Ja. Das ist Ihr Sohn. Aha. Ja. Genau. Andreas. Der Andreas. Okay. Die Familie von Anneliese Hussack, geborene Dornach, lebt schon über 70 Jahre auf dem 400 Jahre alten Hof. Ja, wollen wir mal alle zusammen in den Film reinschauen? Gerne. Ja, genau. Ja, ja, gut. Dann. Ja, das ist unser Haus, ja. Und das ist das vom Lorenz. Gab da ist meine Schwester da. Ja, genau. Genau. Die kennst du, die Kapelle? Ist Mexle, das ist oder? Ja Britt Lorenz. Nein, nein. Ja. Wer ist das? Hat ausgeschaut wie das Mexle, gell? Nein, no, der ist ja da. Gegenüber von der. Ja, nein, ist es nur der Alt. Der Vater vom Lorenz halt, wie heißt er? Xavier. Die Nachkommens gibt's da welche? Die Nichte. Ich wohnt jetzt im Haus drin. Ja. Das ist mein Kälbchen, ja. Da ist es im Stall, an das kann ich mich erinnern. Im Stall war das. Mhm. Schau mal, das bin ich. Kälbchen-Tränke war immer meins. Haben Sie das gern gemacht? Ja, das habe ich gern gemacht. Gibt es jetzt auch noch Kühe im Stall? Nein, schon lange nicht mehr. Brennholz. Das ist die Oma. Das ist die Uroma von der. Also deine Mama. Ja, das ist meine Mutter. Und das andere ist mein Vater. Der war Opa. Schau mal, Uroma und Uropa. Den kenne ich auch nicht mehr, den Opa. Ja, also die Oma tut dem Käble was geben. Ja. Auch Annelieses große Schwester Maria hat im Stall mitgeholfen. Das ist Maria, ja. Husak. Du, Maria, du solltest zu uns kommen. Kommst rüber? Okay, danke dir, Pfitti. Die kommt. Die war in der Kirche. Ja, da war heute Patrozin. Ja, das sind wir. Genau, wer ist der Kuchen? Da links, ja, das ist Maria, das ist meine Schwester. Ach Gott. Schau es an. Da schau dir mal an, wie es ausgeschaut hast. Wie alt waren Sie da ungefähr?
6. Das ist die Oma, wo sie noch klein war. Schon komisch, wenn man sich so sieht als Kind. Ja, grüß Gott. Grüß Gott. Oh je. Wir haben eine Überraschung. Mein Gott. Ja, ja. Haben Sie schon mal gesehen? Nein, das habe ich nicht gesehen. Das ist Ihr Bruder? Mhm, das ist der Willi. Und wo ist der Willi? Der ist schon gestorben. Der ist ja, mit 30 Jahren, ja. Ja Gott, das ist immer noch schlimm. Ja, mit der Krankheit, der ist ja immer schlimmer geworden. Und was hatte er? Ja, der hat Diabetes gehabt und ist dann auch blind geworden. Und Nierenversagen halt und alles mögliche. Und das ist dann schon sehr schlimm gewesen. So. Unser Adventskalender, den haben wir immer wieder zugemacht und jetzt ja wieder genommen. Echt? Ja. Sehr nachhaltig. Ja. Oh jo, Romli. Weil der so schön war mit dem Glitzer. Und dann war da ja auch noch der Wunschzettel. Liebes Christkind, ich wünsche mir Hochbau. Wenn ich ähnliches Bilderbuch oder wie. Hat er das alles gekriegt? Na, bestimmt nicht. Da gab es jetzt so viel. Die Familie Dornach lebte bescheiden. Aufgehalten hat man sich in der Küche. Die Stube war vermietet an Feriengäste. Von der Milch ihrer 6 Kühe konnten sie kaum leben. Als der Vater 1972 starb, verkauften sie die Kühe. Dafür gab es damals eine Prämie. Seitdem lebten die Dornachs hauptsächlich vom Fremdenverkehr. Schon seit der Römerzeit gab es einen Grund, warum die Fremden kamen. Tiefenbach hatte ein eigenes Schwefelbad, bis in die 60er Jahre. Das Haus überlebte als Hotel Hessenland, wo Mutter Dornach arbeitete. Heute ist es ein Hostel. Gleich neben dem Schwefelbad in der Dorfmitte stand das Gasthaus zur Alpenrose, Zentrum des Dorfes bis in die 90er Jahre. 2006 wich es einem Neubau für die Touristeninformation und für ein neues Gasthaus. Nur leider gibt es keinen Pächter. Im Hintergrund die Pension Edelweiß. Hier arbeitete Maria, die große Dornachschwester. Das Haus verfällt. Der Eigentümer würde lieber 26 neue Häuser hier bauen. Die Straße führt in eines der ursprünglichsten Täler der Allgäuer Alpen, ins Rohrmoostal. Rohrmoos ist einer der sichersten Skigebiete hier in ganz Deutschland. Da kommt die Weltelite. Man sieht ja hier immer, wenn sie durchfahren. Gell? Und ab, sagen wir mal, ja, jetzt im Dezember und so weiter, da sehe ich schon dahinter fahren, da eine Art ihren Langlauf üben. Und gerade hier vor dem Haus haben wir Langlaufläufe. Es ist halt nur schade hier, wir haben zu wenig Parkplätze. Gell? Also das wäre noch ein Wunsch, ein Langlaufparkplatz ja, vielleicht. Ja, aber es will ja keiner was hergeben. Wird das noch geläutet? Wird immer noch gemacht, ja. Jeden Mittag und abends wird geläutet. Echt? Ja. Mhm. Das geht immer jede Woche von Haus zu Haus, also im ganzen Winkel der Mautzeit rum. Ach, jeder muss mal? Jeder muss mal läuten. Wir sind gespannt, wer heute um 12 Uhr zum Läuten kommt. Aber es kommt keiner. Anneliese Hussack schreitet ein. Ein Rätsel gibt es noch zu lösen.
Wer war der Mann, der 1957 die Glocke der Kapelle geläutet hat? Heute gehört das Haus Petra Müller. Sogar noch die alte Tür, oder? Ja. Und hat sich viel verändert seit den 50ern? Ja, den, nee, eigentlich so geblieben. Ah, das ist wirklich noch der alte Ofen. Ja. Ja, wunderbar, dann dürfen wir es Ihnen hier vielleicht zeigen, ja? Okay. Wir haben den entdeckt im BR-Archiv. Das ist der Xaver Köberle. Mhm. Und mit dem sind Sie verwandt? Nein, das ist der Stief, also der zweite Mann von der Uroma. Der Opa, der kam nicht mehr aus dem Krieg zurück. Und er kam aus dem Krieg zurück und war ein Freund vom Uropa praktisch. Genau, und meine Oma hatte, oder die hatten zwei Kinder und die Landwirtschaft und das Haus und kein Mann mehr da. Gell? Und dann, wie es halt, denke ich, früher so war. Mhm. Genau. Das war die Uroma, Theresa Köberle. Die war sehr krank, die hatte Rheuma. Echt? Mhm, war im Rollstuhl. Mhm. Sie war immer, also zu dem, was sie alles hatte und mitgemacht hat, war sie immer ein herzlicher Mensch, ja. Nie gejammert. Naja. Haben Sie die noch erlebt? Ja, nicht mehr, dass ich mich richtig erinnere. Nur aus Erzählungen und die Mama, die war, hat doch viel von der Oma erzählt. Mhm. Ja, da lag sie, ja. Genau. Mhm. Und das könnte und wirklich die Bank sein, ja, oder? Ja, das ist sie. Das ist toll. Hier ist die Zeit stehen geblieben. Erstaunlich, obwohl sich seit dem Abendläuten 1957 so viel verändert hat.